Wenn man krank ist und trotzdem arbeitet, dann nennt man das Präsentismus. Und das Verhalten zeigt sich in allen Berufsfeldern, besonders dort, wo Menschen auf Fürsorge angewiesen sind, also zum Beispiel in Pflegeberufen. Und wir können es auch global, also weltweit beobachten, speziell in sogenannten kollektivistischen Kulturen, also dort, wo das Individuum weniger zählt als die Gemeinschaft, zum Beispiel in vielen ostasiatischen Ländern, können wir das noch stärker beobachten als in westlichen Kulturen. Was die Forschung anbelangt, in Europa wird stärker mit Bezug auf die negativen Konsequenzen für die Gesundheit der Betroffenen geforscht und in den USA eher im Hinblick auf die finanziellen Einbußen für Organisationen. Wenn jetzt also Präsentismus erstmal negativ wirkt, dann muss man sich fragen, warum machen das die Menschen eigentlich? Und dafür gibt es ganz verschiedene Gründe. Viele zum Beispiel haben keine Vertretung und wollen nicht, dass nach ihrer Rückkehr ein Berg Arbeit auf sie wartet. Oder sie möchten ihre Kollegen nicht belasten, die dann ja für sie einspringen müssten. Oder sie haben auch Angst um ihren Arbeitsplatz, wenn sie zu oft fehlen. Und man muss natürlich auch sagen, dass es nicht nur negative Effekte gibt. Unsere Forschung zeigt, dass viele durchaus Positives darin sehen, krank zu arbeiten. Sie sagen zum Beispiel, dass die Krankheit nicht mehr so merkbar ist, also dass die Arbeit sie ablenkt davon und dass sie trotzdem einen Beitrag leisten wollen zum Unternehmenserfolg und sich um ihre Kunden kümmern möchten. Ja, diese Betrachtung greift allerdings zu kurz, denn die Forschung zeigt, dass es langfristige Effekte gibt für die Arbeitszufriedenheit der Betroffenen und ihre Gesundheit, die negativ sind. Und das kann dann auch wieder zu höheren Kosten für Unternehmen und Sozialversicherungssysteme führen. Und natürlich kann man sagen, Präsentismus hat auch einen Bezug zur aktuellen Situation. In der Corona-Krise ist es so, dass viel mehr Personen ins Homeoffice gehen und im Homeoffice wird Präsentismus stärker gezeigt als am Arbeitsplatz. Das ist ein wichtiger Aspekt und das andere ist, viele Unternehmen sind in einer wirtschaftlichen Schieflage und überlegen oder bauen auch tatsächlich Personal ab und wo Menschen Angst haben um ihren Arbeitsplatz, zeigen sie ebenfalls mehr Präsentismus.